Köln. Hier ist die Petra von Stempel dich bunt und heute habe ich dir mal wieder eine Verpackungsidee mitgebracht. Und zwar so eine kleine Schachtel mit Banderole, Blümchen drauf und innen drin sind drei kleine Tafeln Rittersportschokolade. Und zwar ist das eine neue Sommeredition, die ich jetzt letztens gesehen habe. Das ist einmal Eiskaffee, Buttermilch, Zitrone und Brombeerjoghurt und die Farben passen super gut zu den Farben Espresso, Olivgrün und Wassermelone. Entschuldigung, jetzt habe ich einen Moment gebraucht. Wassermelone, Olivgrün und Espresso. Finde ich, ist auch eine ganz tolle Kombination. Ich glaube, deswegen hat mir auch diese Rittersport-Verpackung so gut gefallen. Und da zeige ich dir jetzt, wie ich die gebastelt habe. Als erstes brauchst du Farbkarton in Espresso. Und du brauchst für das Unterteil ein Stück mit dem Maß 13 x 12 cm. Und für das Oberteil brauchst du ein Maß von 9 x 10 cm. Das heißt, du bekommst aus einem DIN A4 Bogen zwei Boxen heraus. Und bevor die jetzt gefalzt und geklebt werden, werden die erst einmal bestempelt und dafür habe ich mir ausgesucht, mal wieder das Stempelset Falling Flowers, benutze ich im Moment total oft, ich bin immer noch ganz hin und weg und wieder stempeln wir mit dieser kleinen Blume und zwar mit dem Stempelkissen in Espresso. Da stempel ich jetzt einfach das Blumenmuster. Ich mache das hier in so einer diagonalen Anordnung. Dann muss ich nämlich beim Stempeln weniger nachdenken. So, jetzt sind beide Teile bestempelt und jetzt geht es mit dem Boden weiter. Der wird einmal ringsum bei 3,5 cm gefalzt. Und der Deckel, das kleinere Teil, wird gefalzt reihum bei 1,9 cm. So, die Box wird dann zusammengebaut, wie man das bei Boxen immer macht. An jeder Kante, an jeder Ecke eine Falzkante einschneiden, die Ecken schrägförmig rausschneiden. Hier bei dem Unterteil kürze ich die Klebelasche noch. So viel Klebelasche brauche ich nicht. Das mache ich jetzt bei allen vier Ecken und bei beiden Formen. So sieht das jetzt aus. Als Klebemittel habe ich das doppelseitige Abreißklebeband genommen. Das habe ich jetzt schon überall aufgebracht und die anderen Schutzfolien abgezogen. Jetzt klebe ich die Seiten zusammen, indem ich die Kanten bündig übereinander lege. Mit dem Deckel habe ich das Ganze schon gemacht. Der wird ganz genauso vorbereitet und zusammengeklebt. Beim Deckel muss man immer darauf achten, dass man die Kanten nicht zu eng klebt, damit der hinterher nicht zu klein wird für die Box. Der passt genau. Jetzt kann die Schokolade einziehen. Die passen also hier so übereinander rein. Und ich habe diese Schachtel für die drei Tafeln gemacht, weil ich mich einfach nicht entscheiden konnte, welche Farbe ich nehmen wollte. Und dann habe ich gedacht, dann nehme ich alle drei. Jetzt kommt noch die Banderole drum. Dafür brauchst du ein Stück Farbkarton in Olivgrün und der hat das Maß 3,5 x 19 cm. Und bevor der jetzt zusammengeklebt und gefalzt wird, wird der genauso bestempelt, nämlich auch wieder mit dem Blütenstempel in der Farbe Olivgrün. Und da fange ich einfach an der einen Seite an und stempel den hier so, wie es mir gerade einfällt, stempel ich die Blüte einmal über den Streifen. Und die Banderole wird jetzt folgendermaßen gefalzt bei 3,5 cm.
bei 7,1 cm, bei 12,3 cm und bei 15,9 cm. Und dann sollte die gut um die Schachtel passen und hat noch ein bisschen Platz, um zusammengeklebt zu werden. Das kannst du jetzt auch als nächstes machen. Ich lege die dann auch schon richtig rum, so um die Box, wie sie dann hinterher sein soll. Gucke, dass die Kanten hier gerade aufeinander kommen und gucke dann, dass eben die Banderole auch überall so gerade an der Box entlang läuft. Wenn der Deckel der Schachtel ein kleines bisschen locker sitzt, dann kann man das mit der Banderole noch so ein bisschen justieren, dann kann man die ein bisschen enger ziehen. Aber der Deckel sitzt hier so gut, da kann ich die Banderole, also die muss nicht besonders eng sein. Das klebe ich einfach mit dem Flüssigkleber zusammen. Schiebe das hier auch noch mal ein bisschen auseinander. Das ist nämlich der Vorteil des Flüssigklebers. Ich habe jetzt hier oder kann jetzt hier an den Seiten noch mal gucken. Ich habe hier jetzt noch so geschaut, dass da so ein kleines bisschen Abstand unten ist, damit ich einfach die Banderole auch gut wieder von der Schachtel runterziehen kann. So, und jetzt stelle ich die einfach auf die Klebestelle drauf, dann beschwert die sich selber. Und dann geht es zur Dekoration für dieses Fähnchen. Hier sind ja so zwei Fähnchen an der Seite. Diese Blume erinnert mich nämlich so ein kleines bisschen an die Rosetten, die man im Reitsport gewinnen kann. Und dann habe ich da so Fähnchen dran gemacht, weil ich das irgendwie, passte das für mich. So, auf jeden Fall brauchst du für diese zwei Fähnchen noch ein bisschen Farbkarton in Olivgrün. Und der hat das Maß 7 x 2 cm. Die eine Seite habe ich abgerundet, einfach beide Ecken einmal durch den Eckenrunder. Und auf der anderen Seite schneide ich jetzt so ein Fähnchen. Und bevor dann auch auf diese Stücke Farbkarton auch noch Blumen gestempelt werden, stempel ich erst einmal den Spruch auf. Denn dann weiß ich hinterher genau, wo noch Platz ist. Und zwar habe ich mir hier überlegt oder habe aufgestempelt, ich wünsche dir einen schönen Tag. Die Sprüche kommen aus dem Stempelset Bannerweise Grüße. Das gibt es ja im Bundle mit der Handstanze für diese Banner-Dinger. Und das ist ganz schön, weil man die einzelnen Worte eben so miteinander kombinieren kann. Und jetzt habe ich mir hier schon alles zurechtgelegt, was ich brauche. Aber jetzt zum Stempeln nehme ich das nochmal ab. So, nur dieses Ich wünsche, damit fange ich an. Und dann nehme ich mir noch einmal die Stempeltinte in Espresso und jetzt färbe ich nur das Wort Ich von Ich wünsche ein und stempel das einmal hier oben auf das eine Fähnchen. Ich hoffe, ich treffe das jetzt immer. Ich sehe das ja jetzt ein bisschen aus einer schlechten Perspektive. Jetzt färbe ich nur das Wünsche ein und ich kann noch mal genau zeigen, wie ich das mache. Und zwar ist das der Vorteil dieser Clear Stamps. Da kann ich nämlich genau sehen, mit welchem Teil des Stempels ich auf dem Kissen bin. Das wird dann nämlich jetzt dunkel und jetzt kannst du sehen, der Wünscheteil ist gefärbt und der Ich-Teil des Stempels ist nicht gefärbt. Und somit stempel ich jetzt nur das Wünsche und das stempel ich jetzt unter das Ich. Denn das ganz genau auf eine Linie zu bekommen, das ist natürlich ein bisschen schwierig. Also habe ich mir überlegt, ich stempel das direkt versetzt und untereinander. Dann sieht man nämlich nicht, wenn es nicht ganz gerade ist. So, als nächstes kommt dir. Das gibt es wieder als einzelnen Baustein. Ich wünsche dir. Dann geht es weiter mit einen. Das gibt es auch als einzelnes Wort. Einen. Schönen. Ist auch ein einzelner Stempel. Einen. Und als letztes kommt noch das Tag und das nehme ich von dem großen Tag. Da gibt es einen Stempel, der heißt großen Tag. Davon nehme ich mir jetzt das Tag und stempel hier einfach nochmal Tag hin. Und dass das jetzt so ein kleines bisschen krumm und schief ist, das liegt also im Wesentlichen daran, dass ich das einfach jetzt nicht von oben sehen kann
und die Stempel nicht richtig positionieren kann. Also man sieht es ja hier bei dem Muster, was ich gemacht habe, dass die schon ziemlich gleichmäßig sind. Also wenn man da richtig gucken kann, dann ist das gar kein Problem. Und jetzt kann ich auch sehen, welche Teile von den Fähnchen dann frei geblieben sind. Da nehme ich mir dann also nochmal das Stempelkissen in Olivgrün und den Blütenstempel und stempel hier noch zwei so Blüten auf. Und bevor ich die Fähnchen jetzt aufklebe auf die Schachtel, ziehe ich die nochmal übers Falzbein. Dann bekommen die nämlich schon diese Rundung. Und jetzt klebe ich die einfach mit ein bisschen Flüssigkleber so schräg auf. So, dass das eine halt so ein bisschen nach oben guckt. Das andere entsprechend ein bisschen nach unten. So. So, ich habe jetzt zum Beschweren hier einfach mal so eine Handcremetube draufgestellt, damit ich hier weitermachen kann. Und jetzt kommen wir zur Blüte, die noch als Dekoration mit drauf kommt. Das hier ist das Framelit-Set zu dem Stempel-Set Falling Flowers. Und den Stempel, den wir jetzt die ganze Zeit benutzt haben, den gibt es da eben auch noch als, so kannst du es sehen, als größeres Framelit. Und die Blüte stand sich jetzt aus. Und zwar mache ich das so, weil ich keine Präzisionsplatte benutze, also ich habe keine, dass ich diese Form einfach zwei-, dreimal durch die Big Shot kurbel. Das ist so eine grenzwertige Form. Ich glaube, die Präzisionsplatte wäre hier eine gute Alternative. Die habe ich aber nun mal nicht und da behelfe ich mir so. Der Farbkarton ist übrigens Wassermelone und jetzt drücke ich hier mit dem Picker die Teile oder erstmal die ganze Blüte raus aus der Form. Und da sieht man, die Innenteile gehen also ganz problemlos raus. Manchmal, wenn ich die nur einmal durchkurbel oder einmal hin und her, dann lösen sich nicht alle Innenteile so gut. Deswegen habe ich mir das angewöhnt bei dieser Form, das zwei- oder dreimal hin und her zu kurbeln. Jetzt habe ich die Blüte von ihren Innereien befreit und ich habe auch die kleine Blüte nochmal in Wassermelone auf Wassermelone gestempelt und mit der entsprechenden Form ausgestanzt. Die ziehe ich jetzt hier nochmal so über meinen Daumennagel, um die Blütenblätter ein bisschen aufzurichten. Und dann wird das jetzt alles noch auf der Box festgeklebt. Als erstes klebe ich die große Blüte fest, das mache ich auch mit dem Flüssigkleber. Den bringe ich hier einmal um den inneren Kreis auf in so einer dünnen Schicht. Und dann klebe ich die Blüte hier mitten auf die Banderole. So, und dann kommt darauf noch eine von den kleinen Blüten, da mache ich auch hier so ein bisschen Kleber, auch noch hier auf die Blüte in Wassermelone, damit das dann auch richtig hält. Und da kommt natürlich dann in die Mitte noch ein Glitzerstein. So, die übrigen Blüten klebe ich jetzt mit Gludots auf. Da nehme ich mir eine, die ich hier ans Ende der einen Schleife klebe. Da gucke ich, dass ich mit dem Blütenblatt nicht die Schrift verdecke. Da kommt dann auch noch ein mittleres Steinchen in die Mitte. Ein Steinchen kommt auch noch, auch ein mittleres, kommt auch noch hier oben hin. So, und die anderen Blüten, die klebe ich jetzt auf die Seiten der Schachtel. Da kann ich also so, wie es mir gefällt, noch Blüten aufbringen. Und dann ist die Box für die drei kleinen Rittersporttäfelchen in Espresso, Olivgrün und Wassermelone fertig.
und kann verschenkt werden. Ich hoffe, dir gefällt meine kleine Idee für die Verpackung. Du hast ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin. Tschüss.